Willkommen zurück zu den nächsten C64 Videos. Und damit. Jo. Mir der Vito. Und mal schauen, wofür wir noch alles eine Tastatur brauchen. Who dares to win 2? Zu Beginn mit einem automatischen. Was? Zu Beginn mit einem automatischen Gewehr und 5 Granaten bewaffnet, erkämpfst du dir einen Weg nach vorne in das besetzte Feindgebiet, wo sich die gegnerischen Bataillone befinden. Rette Gefangene deiner eigenen patriotischen Streitkräfte. Kämpfe dich auf deinem Weg durch die Garnisonen des Feindes und gewinne Territorien zurück. Unterwegs findest du Munitionsboxen, um deine Granaten neu zu bestücken. Na dann. Ein Kriegsspiel. Genau. Wahrscheinlich nur top-down, aber... eine zackige Musik. War! Never had so much fun. War! Never had so much fun. Killing with your gun, killing with your gun. War never made me so much fun. Was hab ich jetzt ergeben, ja? Ach nee, ich lieg auf dem Boden, ich bin erschossen worden. Das war's. Schon tot. Gut, dann müssen wir die halt umschießen. Alle abknallen. Hier, Schweine. Genau. Und wieder ominiert. Ja. Ja, so viel zu Cannon Fodder 0.5. Winter Games! Yeah! 8 verschiedene Wintersportveranstaltungen: Skispringen, Bobfahren, Eiskunstlauf, Freestyle Skating, Freestyle Skiing, Hot Dog Aerials, Eisschnelllauf und Diathlon, Skifahren und Gewehrschießen. Trainiere jede Sportart zuerst, um deine Fähigkeiten zu beweisen und wähle anschließend deinen Namen aus einer Nation, die du repräsentieren willst, und lasse die Spiele beginnen. Versuche auf jeden Fall die Goldmedaille zu gewinnen, den zweiten Platz erhält Silber und der dritte bekommt Bronze. Hotdog Aerials? Das ist doch gar nicht olympisch. Und Freestyling war damals, glaube ich, auch noch nicht olympisch. Tja, hier schon. Ich frage mich, ob sie die Hymne auch bei den 6 Games angespielt haben. Naja, gut jetzt hier. So, wir wollen praktizieren. Genau. Hotdog. Schnell essen. Ja, Hotdog schnell essen. USA nach wie vor die Weltrekordhalter. Sag das mal nicht. Das Schnelle ist eine sehr japanische Sportart. Buff. Ah ja. Play Genius. Nix. Whew. Okay. Full concentration, my size increased. Now I'm 40 stories tall. At least. Und so klang das eben auch. Das ist doof. Scheißspiel. Scheißspiel. Biathlon. Sehr deutsche Sportart. Peng und weg. Müssen wir eigentlich super damit klarkommen. Ah, jetzt. Ja, bitte? Ja, das ist halt wie Skilanglauf und ab und zu mal Peng, Puff, Peng. Hä?
Ja, da muss er, glaube ich, auf die fünf schwarzen Dinger schießen. Und jetzt langlaufen. Ich hab noch Peng und weg. Ja, okay, jetzt will ich irgendwie einmal im Kreis oder so, keine Ahnung. Aber das ist also im Wesentlichen auch nur. Ja, aber ich denke, Biathlon hat auch noch was mit Schießen zu tun. Eigentlich schon. Vielleicht muss er irgendwie mal zum Schießstand. Schießstand reinfahren. Nike fahren. Gut, da hat's Nike Shift. Nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht? Dann ist es nur Langlauf und nicht Biathlon. Die Cheater! Ich habe hier noch 20 Schuss übrig, aber. Also doch mit Schießen. Du kommst noch an keinem Schießstand vorbei. Ja, doofes Spiel. Ja. Was haben wir noch? Dude. Genau. Ja, wird's nicht. Weiter Speed lassen. Skating, Ski, Skating. Eisschnell laufen. Das ist das, was meine psychopathische BW-Dozentin gemacht hat. Die war nämlich im Deutsch, in der deutschen Eisschnellläufer-Nationalmannschaft. Zusammen mit Claudia Pechstein, dem Strumpfhosenmodel. Und Günther Niemann Stornemann. Und war das nationale Eisschnelllaufzentrum in Erfurt natürlich gleich neben der Bundeswehrkaserne ist, ist das Ganze auch eine ganze Bundeswehrangelegenheit. Sprich, die Eisschnellläuferinnen sind alle Soldaten. Hey! War kurzzeitig mal coole Musik. Figure Skating. The Gotti Witt! Alpha Pipsch! Dass ich das noch erleben darf. Ich wünschte, ich wäre Richard Dean Anderson. Ja. Wurde aber auch nicht genau erklärt, wie es geht, wa? Hingemault. Hingemault. Das wird immer zu großem Hallo im Publikum. Macht der jetzt hier auch mal irgendwie... Ich glaube nicht. Ein Walzer ist es doch. Und aufs Arschgeweih gesetzt. Ah, nee, was hatten die ja damals noch nicht? Nee, das Arschgeweih war noch nicht erfunden. Nur der schön breite Eiskunstläuferinnen-Arsch war schon erfunden. Wahrscheinlich genau wartet, deshalb so schön breit. Weil gut gepolstert. Und es nicht so weht hat. Achso, das macht's automatisch. Aber wie tun tut am meisten? Die Erkenntnis des eigenen Versagens. Und zum Schluss nochmal auf den Arsch gesetzt. Sehr schön. Try again, 0 Punkte. Nein. Deshalb habe ich früher auch immer Eiskunstlaufen geguckt. Und jedes Mal gehofft, bitte mau dich hin, bitte mau dich hin. Noch schöner was aus irgendwelchen Sprüngen oder sowas. Skijump, hatten wir das nicht gerade? Nee, das ist Skispringen. Das ist runterrollen, runterrutschen und dann irgendwo runterspringen. In der Anlauf. Und rennen die Böschung. Zack! Aha. Du verbrauchst hier ganz schön viele Skispringer, kann das sein? Achso, okay. Man muss hier Tatsache. Yes. Man muss die Tatsache gedrückt halten.
Okay. Wir fliegen immerhin schon mal. Und jetzt? Hä? Was hab ich denn vorhin anders gemacht? Keine Ahnung. Ich glaube, was gedrückt gehalten. Und vielleicht noch eine Richtung? Ach, gedrückt gehalten, genau. Ah, wieder hingemault. Flatsch. Mit modernen Physik- und Ragdoll-Effekten heutzutage wäre das Spiel auch schon wieder ganz lustig. Ich denke da an sowas wie Flatout im Winter. Dass du halt eben die auf möglichst brutale Weise in den nächsten Baum jagst oder sie sich überschlagen. Oder so aufschlagen, dass die Spitzen der Skier nur im Boden stecken und du hängst dann so runter. Da gehen so schöne Sachen mit einer ordentlichen Ragdoll-Physik. So, Freeskating. Ja, das ist halt einfach nur wie ihm wollen. Aber ich kenne die Musik irgendwoher. Warum setze ich mich denn hier immer auf den Hintern? Keine Ahnung, vielleicht heute noch irgendwas zum Landen drücken musst. Frechheit. Aber auf jeden Fall, die Mischung aus Strumpfhosen und auf den Hintern setzen. Hat mich schon immer begeistert beim Eiskunstlaufen. Der Damen allerdings. Als Kunstlaufen der Herren halte ich für in ihrer Sexualität ganz schön herausgefordert. So. Lied vorbei, nächster Sport ab. Kaum Punkte. Boah, 0,2. Yeah. Von 6,0, ne? Mann, bin ich gut. Bob's aber Lied. Dafür hat das Publikum Spaß gehabt. Genau. Hey, Bob. Ja, ja. Das wird dann wahrscheinlich wie die jamaikische und jamaikanische Bobmannschaft. Genau, wusste ich doch. In Cool Runnings oder so. Na, mal sehen. Okay, sehr weit komme ich nicht. Aha. No. Dann siehst du halt nicht durch die erste Kurve. So. World Games. Reise um die Welt, um in 8 glamourösen und ungewöhnlichen Sportarten zu konkurrieren. Skifahren auf dem Slalomkurs in Chamoy. Baumstamm werfen in den Hügeln von Schottland. Schlittschuhlaufen über die Fässer. Springe in Deutschland.
power dich in der Sowjetunion aus oder im Wettbewerb mit 400 Pfund Sumo-Ringern in Japan. Tauche vor den Klippenporn in Acapulco, balanciere auf Stämmen in Kanada und Streittieren in den USA. Was? Streittieren? Keine Ahnung. Trump? Das Trumpeltier? Ein Trüssel? Den die Seta-Frau ungefragt unter den Rock schiebt? So, Practice. Schön, dass die Menüs irgendwie immer gleich sind. Ja, es ist halt eine Engine, ne? Nur die Bildschirme wurden ein bisschen umgewalt. Bla, ja, okay, ein bisschen Geschichte hierzu. 1262 Pfund, ah ja. Das ist gar nicht mal so wenig. Der Baumstamm? Nee, Gewicht eben. Achso. Ja, amerikanische Pfund. Ja, trotzdem 500 Kilo. Ja. Practice Event, ja. Please select the weight. Na, also. Machen wir mal 100 Kilo. Ja. Begin Lift. Ich mach einen tiefen Wasserschnaufsack. Traf ich nicht. Ich auch nicht. Nächstes. Genau, so viel zum Gewichtheben. Barrel Jumping. Fast springen. As opposed to do a barrel roll. Wahrscheinlich das gute alte Bierfass springen, oder? 300 Jahre zuvor gegründet. 40 Meilen pro Stunde springen. Aha. Deutsch für ein Gerücht. Das Gewichtheben war Sowjetunion oder was? Das ist jetzt Deutschland. Woran ich das höre? Die Hintergrundmusik war Ach du lieber Augustin. Ach du lieber Augustin. Genau das. Geht's hier mal irgendwo los? Keine Ahnung. Aber dann, an den Geräuschen des Joysticks könnt ihr entnehmen, dass die Halbwertszeit der Dinger damals sehr begrenzt war. Und auf den Arsch gesetzt. Und rinn ins Wasser. Ah. Null cleared. Mhm. Ich verstehe das Spiel nicht. Deutscher Rotz ist er nicht mehr. Stimmt, wie Augustin. Augustin, hüpf. Genau. Muss also bei den Fähnchen abspringen. Aha. Die quasi ins Ziel balancieren und treten. Voll doof! Kann ich nicht. Was haben wir sonst noch? Ja, ich bin Cliff Diving. Das ist dann so wie dieser Davidoff-Typ, der so von der Klippe springt. Ja? Und dann so aus dem Meer wieder auftaucht und kurz bevor was zu sehen ist, wird er auf Standbild geschaltet und das Produkt wird eingeblendet und alle Frauen so. So ähnlich wie die Verkäuferin in Hilfe ist Weihnachten bisher. Voll. Aha. Du musst also irgendwie gut aussehend da reinspringen.
hatten wir auch schon bei den Superhumans. Haben wir da eigentlich noch Folgen über? Die Superhumans, ja. Stanleys Scheißserie. Genickbruch. Sehr schön. Knack, weg. Nächster. Das ist schon wieder witzig. Ja, springen wir über die Klippe. Aber mein Vorgänger hat das Genick gebrochen. Klack, klack. Spring. Ja. Und jetzt spring, sag ich. Slalom schieben. Aha. In der Schweiz? Vielleicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ach nee, in Frankreich. Frankreich, aber gleich neben der Schweiz. 1924, aha. Aha. Obstacle Races. Mhm. Schön, dass man aber noch was mit dazu lernt. Wow, 25 Meilen pro Stunde. Geil. Wow. Wobei, es gibt auch Skirennfahrer, die haben dann so einen Helm auf, dass sie damit aussehen wie das Alien. Und super aerodynamische Kleidung und alles. Die schaffen 200 Kilometer pro Stunde. Allerdings halt nicht auf einem normalen Berg, ne, sondern... Okay, jetzt wissen wir, was das ist. Disqualifiziert. Du Schön. Musst auch durch die Dinger durch. Ja, das habe ich schon ein paar Mal geschafft hier. Also, na, Mann. Block Rolling. Das ist das gute alte schwimmende Baumstammlaufen. So ähnlich wie die Fässer aus Deutschland. Wobei wir es eigentlich auch erfunden haben. Mhm. Weil im 19. Jahrhundert haben die halt eben aus dem Schwarzwald die nicht nur abgeholt, sondern die Fässer dann einfach in den Rhein geschüttet und die flussabwärts in die Niederlande treiben lassen. Ah. Und die haben sich daraus dann Schiffe gebaut. Das war praktisch. War schon schön eingezogen und schön feucht. Musstest du nur noch über Dampf in Form biegen und fertig war das. Gut. Also man läuft zu zweit auf einem Baumstamm. Und einer mault sich halt hin und einer nicht. Ja. Und ich glaube, der sich hinmault, bist du. Ja. Und um dich herum schwimmt gerade ein Hai. Aha. Wie, um die Stimmung zu lockern. Hä? Baumstämme werden doch nur in Flüssen gemacht. Und ich glaube auch nicht, dass es in Kanada Haie gibt. Sollte das etwa der Lumbershark sein? Go, 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 Sharknado. Go, 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 Sharknado. Der arme Hai. Jetzt sind schon irgendwelche Baumstämme auf dem Kopf. Oh, that gone quick. Aha. Jetzt hat's dem Hai gereicht. So, was haben wir hier sonst noch? Sumo-Ring. Bullriding. Ah, das ist dann die US-Sportart. Bullenklöten. Bullenklöten, genau. Hey, ich habe 63 geschafft. Was habe ich hier eigentlich gegessen? Bullenklöten. Seit 100 Jahren. Ja, länger gibt es das Land noch nicht. Also kontinental gesehen schon, aber nicht besiedlungstechnisch. Genau. So, mit Staaten. Mit diesen weiten Flächen. Ferdinand. Tja. Ferdinand kam aus Deutschland.
Oder heißt der Bulle so? Der Bulle heißt so. Aha. Ferdinand der Bulle. Oh, ich komme ganze 10 Meter weit. Na, Rodeo halt, ne? Eine Sekunde 68. Aha. Cabertoes. Was soll das sein? Frag ich mich auch gerade. Splash Hills auf Schottland, dem Geburtsort der Cabertoes Silent Games. Ach, du sollst wahrscheinlich Baumstamm werfen. Aha, ja, Tossen ist irgendwas wegwerfen. Size of a small telephone pole. Ah ja, die Größe einer kleinen Telefonzelle. Mast, ach so. Mast. 120 Pfund, also ungefähr 60 Kilo. Jo. Und den muss halt möglichst weit werfen. Das sollten wohl Dudelsäcke werden. Trittst du wenigstens auch stilrecht im Rock an? Natürlich. Na, immerhin. Klauen und auf eigenen Fuß gekriegt. Aha. Da lacht die Queen immer sehr, wenn sie gerade anwesend ist. Und drauf auf dem Schild. Schön. Mir ist gerade wieder nach besoffenen Schotten, Iren. Aber das kommt sicher aufs Gleiche raus. Schöne Musik. Da 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 da. Und triffst du jetzt auch mal irgendwas außer dich? Nein. Schade. Also was wert. So, das letzte Sumo Wrestling. Das klingt nach Japan. Genau, der Wichtelosaurus. Den man dann in den. Ja, sag ich doch, Japan. Ja. Ja, auf den Ring rausdrücken. Bla bla bla. Die Typen wiegen um die 80 Kilo, sind irgendwas zwischen was, 13? Ah ne, die starten im Alter von 13. Ah. Mit 80 Kilo, so rum war's. Genau, und wiegen jetzt oftmals 200. Genau. Passen aber dafür in K-Cars rein. Das ist nur einer in Summe, aber immerhin. Nur einer, aber er kann es bedienen und fahren. Das ist nämlich auch die große Voraussetzung. Wenn der Sumo-Kämpfer da reinpasst, dann ist das K-Car serienreif. Applaus, Applaus! Und überworfen hat er mich, die Sau. Er hat dich sogar geworfen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, wir sind hier beim Sumo und nicht beim Judo. Ja. Das war wohl nix. Satz mit X. Na dann. Nächstes Spiel. Ja, machen wir aber erst im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Tschüss.